herzlich willkommen zu meinem Hessen-Tapeten. Veränderungen hier. Den letzten Tag, Tarnach. Da kommt dann noch der Post von Eingang hin. Anfahren noch. Kaum zu übersehen ist das Zelt hier. Und Lulz natürlich auch dann ein Stück Waffeln. Und dann gehe ich erstmal weiter, beziehungsweise fahre mit dem Fahrrad durch die Fußgängerzone. Dann. So, hier sind wir jetzt im Flugpark, bei der Stadthalle. Da im Hintergrund zu sehen. Weiter vorne. Hier wird man umgeleitet. Ich muss ein bisschen umdrehen. So, wieder ein Stückchen weiter vorne. Komm mal her, warte mal. Komm mal her.
So will dann doch durch da, wo wir eigentlich nicht durch wollen. So, hier hinten lungern dann noch weitere Plätze. Das ist Sackgasse hier. Früher ging es normal, müssen wir hier durch. Werden wir auch nochmal gewonnen, die Bauklötze. Nicht die hier Absperrgitter. So, hier unten vor der Jugendherberge. Auch da die Jugendherberge, ne? So, auch nochmal Bauklötze und dann die Bahn. So, oh, das hier ist, das ist Bündnis im Hessenbach, ne? Oh, so, schließlich eine Bahnfahrt von das hier. Die Kameras, die sind nur für den Hessenbach. Aber die Dinger hier, die bleiben länger. Kurz nur hier und so, ganz klar zu sehen sind wir hier im Schildebad. Das ist nämlich auch ein bisschen was. Apropos Schildebad, hier sollte ja irgendwo das Riesenrad hin. Fragt sich nur wo, weil Platz dafür ist hier nicht wirklich. Vom Hessischen Rundfunk. Hallo. Jetzt geht's an eine. Jetzt gleich geht's an eine noch interessantere Stelle. Nachdem ich fertig bin, hier hinten wäre höchstens Platz für ein Riesenrad. Bis dann. Nichts vor der Wechsel. So, das waren die Fallen schon bereits vor 2 Wochen, sprich am 18. Mai. Und jetzt nicht vergessen, Daumen hoch und Channel abonnieren. Dankeschön. Bis dann.